Und da sind wir wieder mit eurem Wedding Wednesday Magazin und weiter geht's mit neuen Nominierten bei den Wedding King Awards im Finale 2023. Heute zeigen wir euch die nominierten Redner, die ja bereits im Pre-Event ihre erste große Aufgabe erfüllt haben. Und wir stellen euch die nominierten Hochzeits-DJs vor. Und da gibt's was ganz Besonderes. Am 29. Oktober, merkt euch den direkt vor, gibt's das große DJ-Live-Set. Aber wir erinnern euch natürlich auch immer wieder dran. Aber wir starten mit den nominierten Rednern. Und sie ist die Titelverteidigerin in der Kategorie Beste Trauredner und Traurednerin aus dem vergangenen Jahr, die Gewinnerin. Jetzt ist sie bei mir. Hier ist Sina Maria Günzel. Hi. Hallo. Sina, als Titelverteidigerin geht man ja wahrscheinlich mit einem anderen Gefühl an die Sache ran, als wenn man so ganz neu dabei ist bei den Wedding King Awards. Ist das reine Spekulation von mir oder stimmt das? Nee, das stimmt schon. Der Ehrgeiz ist natürlich da, den Titel zu verteidigen. Aber ich freue mich auch einfach grundsätzlich auf das Event. Jetzt haben sich ja im Gegensatz zum letzten Jahr die Bedingungen ein wenig verändert. Mhm. Die Trauredner und Traurednerinnen sind jetzt das erste Mal Teil des Pre-Events, was ja ohnehin zum ersten Mal stattfindet, wo ihr nicht mehr Zeit auf der großen Bühne habt, ganz kurz, 5 Minuten, sondern jetzt hast du 20 Minuten Zeit als Rednerin, zu zeigen, was du kannst. Sind die 20 Minuten besser oder schlechter als die vorherigen 5 Minuten? Also ich würde sagen, auf jeden Fall besser, weil man hat natürlich mehr Zeit, seine Arbeit zu präsentieren und vielleicht auch noch mal ein bisschen tieferen Einblick in die ganze Materie zu geben und so richtig zu überzeugen. Ja. Andererseits sind 20 Minuten jetzt ja auch deutlich kürzer als die klassische freie Trauung mit ungefähr einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde. Ist es dir in der Vorbereitung aufs Pre-Event schwer gefallen, dich da vielleicht auch zu beschränken auf bestimmte Dinge? Ich würde sagen, nicht unbedingt, weil man ist ja anpassungsfähig und es gibt mit Sicherheit auch Paare, die zwischendurch mal sagen, wir würden es gerne kürzer halten. Es muss natürlich dementsprechend noch mehr on point sein, damit man wirklich die volle Leistung auch einfach sehen kann in diesen 20 Minuten. Aber es hat vollkommen Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten und ich denke, das hat auch gut geklappt. War es gefühlt was anderes im Pre-Event vor der Jury, also vor den Gästen zu stehen oder vor einer echten Trauung? Es war schon ein bisschen anderes Gefühl, weil bei einer richtigen Hochzeit ist dann natürlich nochmal diese Anspannung dabei, dass die Braut jetzt gleich kommt, die richtige Braut oder der richtige Bräutigam dann. Aber es war trotzdem von der Aufregung natürlich schon so ein bisschen da, dass man schon überlegt, okay, kriege ich das jetzt auch alles hin, klappt das alles? Aber man ist ja mittlerweile auch lang genug irgendwie dabei, dass man da eine gewisse Routine reinbekommen hat. Und in der Vorbereitung einfach auch so gut zu sein, dass man weiß, mich kann eigentlich heute nichts umschmeißen, egal was passiert. Vorbereitung ist das A und O. Jetzt bist du ja eigentlich auch so ein, sagen wir mal, Sonderfall als singende Rednerin. Also bist ja auch Sängerin. Genau. Das heißt, man kann dich ja auch buchen für Rede und Gesang. Richtig. Wir verraten natürlich nicht, weil wir sehen es ja in deiner Pre-Event-Matz gleich auch noch, ob du gesungen haben wirst. Aber ist Rede und Gesang für dich etwas, was ganz natürlich sich auch ergibt im Flow der Trauung? Oder bedeutet das, einen ganz klaren Switch zu machen, auch gefühlt und rauszutreten aus der Rednerrolle und dann zu singen? Emotional macht das gar keinen Unterschied, weil ich da einfach super in dieser Situation drin bin und sowohl beim Singen als auch beim Sprechen einfach versuche, 100% Emotionen da reinzupacken. Und das gelingt mir, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde sogar eher sagen, es ist ein fließenderer Übergang, als wenn man jetzt zum Beispiel zwei Dienstleister hat, was auch super schön sein kann. Aber die meisten Paare entscheiden sich tatsächlich für mich, wenn sie beide Dienstleistungen haben möchten, einfach weil es eben so schön fließend ist und weil es eben so ein tolles Gesamtpaket ist, was ich anbiete. Ja, vor allem, du weißt ja dann auch, wo passt der Song am besten. Genau. Wie komme ich jetzt dran? Man kann in der Rede auch sehr schön drauf eingehen und kann dann eben den Songtext vielleicht auch noch so ein bisschen miterklären. Vor allem, wenn das Paar sich einen englischsprachigen Song wünscht und vielleicht Oma oder Opa nicht ganz so gut Englisch sprechen, dann kann man das vorher in der Rede immer noch schön einbauen. Und dann hat man halt so ein Gesamtpaket. Und das ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Ja, das macht es dann rund. Sina, so als Titelverteidigerin. Hast du Angst? Angst würde ich nicht sagen. Der Ehrgeiz ist da. Ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Ne? Aber
ich würde sagen, was mich am meisten, worauf ich mich am meisten freue, ist wirklich auf den Galaabend die Leute wiederzusehen, die schon mal mitgemacht haben und die Leute auch zu treffen, die das erste Mal dabei sind, weil ich im letzten Jahr super tolle Kontakte auch knüpfen konnte mit einigen Dienstleistern, mit denen ich bis heute, ein Jahr später, total eng im Kontakt stehe und auch gut zusammenarbeite. Und das war für mich eigentlich noch der viel größere Gewinn im Nachhinein als nur den Titel. Aber natürlich wäre es schön, wenn ich ihn verteidigen kann und auch dieses Jahr die Trophäe mit nach Hause nehme. Und noch ein zweites goldenes Schätzchen. Ich hätte noch einen Platz frei in meinem Büro. Guck, noch liegt ja hier die 22er Trophäe. Ja. Die 23er, die wird ja erst am Finalabend enthüllt, wie die aussieht. Aber es ist wieder ein goldenes Schätzchen. So viel können wir schon sagen. Und ihr Lieben, dann ist es jetzt Zeit, würde ich sagen, mal in die Mats von Sina reinzuschauen und mal zu gucken, wie das so beim Pre-Event für sie gelaufen ist. Sina, ich danke dir sehr fürs Interview. Sehr gerne. Wir sehen uns im Finale wieder und für euch gibt es hier den Film. Hallo, ich bin Sina von Klangvolltrauung und ich bin dieses Jahr bei den Wedding King Awards als Titelverteidigerin in der Kategorie Beste Traurednerin und Trauredner dabei. Ich freue mich immer sehr darauf, in den Augen des Paares dann zu sehen, wenn meine Scherze, wenn meine Anekdoten, die ich erzähle, die kleinen Geschichten, wenn die auch wirklich ankommen und ich dann sehe, dass das Paar auch einfach genauso begeistert von der Rede ist, wie ich es mir erhofft habe. Gemeinsam seid ihr nach dem Essen zum Strand gegangen und habt die wunderschöne Atmosphäre genossen. Du, lieber Maurice, warst erstmal ganz schön nervös und konntest dann irgendwann die Freudentränen auch nicht mehr zurückhalten. In diesem Moment hast auch du, liebe Julia, gemerkt, dass das hier als mehr als nur ein Jahrestag in Erinnerung bleiben würde. Maurice ging vor dir auf die Knie, holte den Ring aus seiner Tasche und auch wenn er vor lauter Aufregung nicht alles sagen konnte, was er sich vorher zurechtgelegt hatte, so hat er doch die wichtigste Frage aller Fragen gestellt. Willst du meine Frau werden? Ich muss sagen, es war eine einzigartige Rede. Sie hat eine super, super angenehme Stimme gehabt. Ich musste ein Tränchen verdrücken. Also ganz, 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 ganz toll. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hat sehr Spaß gemacht zuzuhören. Das beides zu kombinieren, zu singen und direkt in die Trauung überzuleiten, fand ich super schön. Hinten nochmal eine kleine Ansatzgeschichte, die sie sich selber ausgedacht hat. Es war wirklich sehr, sehr gut. War wie bei einer richtigen Hochzeit und war auch genauso aufregend und genauso spannend. Ich glaube, das Publikum hatte Spaß, das Brautpaar hatte Spaß und das ist die Hauptsache. Und natürlich wollt ihr wissen, wer die weiteren Nominierten in der Kategorie Beste Trauredner und Traurednerin sind. Und den nächsten Kandidaten haben wir auch schon für euch. Hier ist der liebe Martin von Wort vor Ort. Hallo Martin. Servus, liebe Bea. Hi, sag mal, den Gewinn des Vorentscheides, den hast du ja, glaube ich, mittlerweile ganz gut verkraftet und dich auch wieder im Alltag eingefunden, oder? Ich habe mich im Alltag wieder eingefunden und der Gewinn, der hat schon so ein bisschen Wellen geschlagen. Also die Anfragen, die vorher schon sehr, sehr gut waren, die sind also noch steil nach oben gegangen. Mhm. Dadurch, dass es hier in der lokalen Presse ganz gut auch kommuniziert wurde, hat das für mich eigentlich den erwünschten Effekt gehabt, den ich ursprünglich mal damit erhofft habe. So, pass auf, und jetzt ist es ja nicht auszumalen, was jetzt passiert, wenn im Finale genau dasselbe nochmal passiert. Du hast jetzt ja schon den Hauptteil deiner Arbeit wie die anderen Kollegen auch hinter dir. Das heißt, du bist im Pre-Event bereits angetreten. Du hast da deine 20-minütige Rede gehalten, die Wettbewerbsbestandteil ist. Die Jury hat bereits ihre Stimmen abgegeben. Natürlich kennen wir die Ergebnisse noch nicht. Wenn du mal darauf zurückguckst, auf den Moment kurz bevor es für dich im Pre-Event losging, wie ging es dir da? Wie damals vor der ersten Kommunion. Herzklopfen bis zum Hals. Also da all diese Erfahrung, all diese Erlebnisse aus mehr als 80 Hochzeiten, die sind in dem Moment verschwunden. Da ist Lampenfieber da, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite, also diese eine Sekunde später, in dem Moment, wo der Startschuss da war, da habe ich mich dann eigentlich ganz gut gefühlt. Dann hatte ich meinen Lauf, da habe ich mich sicher gefühlt und war dann irgendwie auch wie bei einer
wie bei einer echten Trauung. Es hat sich ja auch so angefühlt. Das Setting war ja auch so, ne? Die Leute sitzen da, du hast da ein paar sitzen gehabt und alle haben dir aufmerksam gelauscht. Jetzt ist es ja so, Martin, dass wir dich im Vorfeld des Ganzen begleitet haben. Und wir sind mit dir, oder du bist mit uns, wenn wir so wollen, an einen ganz besonderen Ort geflogen, wo wir mit dir drehen durften. Und ich würde sagen, diesen Vorstellungsfilm von dir, den gucken wir uns jetzt erstmal an. Ich bin jedes Mal wieder begeistert davon, welche neuen Geschichten ich von meinen Brautpaaren erlebe. Und die Freude und der Optimismus, der hinter so einer Hochzeit dabei ist, das tut mir selber auch gut und deswegen mache ich das. Servus, mein Name ist Martin. Ich bin Trauredner von Wort vor Ort. Als Hochzeitsredner nehme ich die Rolle des Zeremonienmeisters ein. Das heißt, alles, was um die Trauung herum ist, ist in meinen Händen. Wenn ein nervöser Bräutigam dabei ist oder wenn es sogar ab und zu mal jemandem die Sprache verschlägt, dann habe ich so viel Erfahrung und Empathie, dann reicht manchmal, dass ich eine Hand auf die Schulter lege. Wenn es dann ganz schwierig wird, spreche ich auch gerne die Worte beim Eheversprechen für einen der beiden zu Ende. Für mich gehören zu einer freien Trauung drei wichtige Elemente. Da sind Freudentränen dabei, da ist Klatschen und Applaus dabei und da ist Jubel und Freude der Gäste dabei. Meine Reden, die sind wie ein Maßanzug, wo ich versuche, alle individuellen Beweggründe mit einzubauen und natürlich auch, wenn ein Hochzeitspaar einen besonderen Bezug zu so einer schönen Insel wie hier hat, dann werde ich das auch in die Rede einbauen. Also, ich will jetzt nicht behaupten, ich wäre auf Destination Weddings spezialisiert. Ich mache im Jahr 15 bis 20 freie Trauungen. Und wenn dann zwei oder drei Destination Weddings dabei sind, dann freue ich mich und dann nehme ich das herzlich gerne mit. Aber es ist auch Arbeit, es ist auch großer Aufwand. Und die Erwartungshaltung ist natürlich dementsprechend groß. Wenn ein Hochzeitspaar so einen großen Aufwand betreibt, dann muss alles passen. Also, wer auch immer beim Wedding King Award dabei ist und sagt, er hat kein Lampenfieber und ist nicht aufgeregt, der hat kein Herz, Leute. Natürlich bin ich aufgeregt. Bei der Vorentscheidung für Süd war es schon aufregend. Und jetzt im November, Mai, natürlich habe ich da Herzklopfen, aber ich freue mich auch riesig drauf. Hi, ich bin Martin von Wort vor Ort. Ich bin dabei im Finale beim Wedding King Award am 5. November in Köln in der Flora. Und da sind wir wieder. Und natürlich haben wir Martin noch ein paar mehr Fragen. Martin, wenn ein Paar eine freie Trauung anfragt, unabhängig, ob das jetzt bei dir ist oder bei einem Kollegen, welche Fragen sollte sich ein Paar vorher stellen oder mit welchen Vorstellungen oder Grundlagen sollte es um die Ecke kommen? Also, ich bin immer ganz froh, wenn sich das Paar vorher Gedanken darüber gemacht haben, was sie sich im Wesentlichen vorstellen. Ob sie es eher festlich, eher romantisch haben wollen. Idealerweise ist das Thema Location schon geklärt. Dann sind schon viele der Rahmenbedingungen abgesteckt und ich mache auch einige Vorschläge. Aber das Wichtigste ist, wollt ihr es ein bisschen formeller? Wollt ihr es mehr im Entertainment? Oder wie gesagt, darf ich ein wenig mehr auf die Tränendrüse drücken? Das Repertoire ist bei mir entsprechend breit und ich versuche auch im Traugespräch dann sehr, sehr genau herauszufinden, was ist es, das Paar will und was ist es, was das Paar braucht. Ja, aber das heißt, so stilistisch fühlst du dich zunächst mal da in, ja, wie soll ich sagen, auch der Breite zu Hause und kannst von hochromantisch bis hochwitzig und entertainend alles liefern. Ich sag's mal so, das ist etwas, was ich oft beim Skype-Meeting, also die meisten Paare lerne ich ja zuerst über Skype kennen, das ist, hat sich heute so eingebürgert. Ich sag normalerweise beim Kennenlernen, ich bin für alles offen, solange keine Menschen oder Tiere zu Schade kommen. Oder also, weil, so lange nichts passiert, was mir so absolut gegen den Strich gehen würde. Also
zum Beispiel Tauben fliegen lassen, bin ich nicht so dafür. Aber wenn es darum geht, Lamas um den Block zu führen, dann sage ich mal, das ist absolut okay. Ich glaube, bei der Taubenfrage werden dir einige Kollegen zustimmen. Absolut nachvollziehbar, da an der Stelle ein bisschen zu warten. So, jetzt Martin, jetzt hast du dich aufs Pre-Event vorbereitet. Alles ist durchgelaufen und es sind alle natürlich gespannt. Wie war das im Pre-Event für dich? Wir sehen uns jetzt ja am 5.11. in der Flora zum Finale. Dann nimmst du Platz nochmal auf dem grünen Sofa. Aber damit wir zumindest einen kleinen Einblick schon mal geben. Denn das Wichtige ist, ihr werdet alle Reden der angetretenen Redner auch in den nächsten Tagen hier und auch bei Instagram bei uns überall sehen können. Das heißt, ihr könnt euch einen kompletten Eindruck davon machen, wie die Trauredner angetreten sind. Aber Martins kleine Pre-Event-Matz für das, was da passiert ist, die gucken wir uns jetzt noch an. Martin, ich danke dir sehr, dass du unseren Zuschauern so einen schönen Einblick gegeben hast. Ich freue mich sehr, dass wir uns im Finale wiedersehen auf dem roten Teppich. Und jetzt gibt's hier deine Pre-Event-Matz. Dank dir. Bis zum 5. Macht's gut. Bis zum 5. mal lieber. Tschüss. Servus, ihr Lieben. Mein Name ist Martin. Von Wort vor Ort. Ich bin bei den Wedding King Awards 2023 im Finale nominiert für die Kategorie Bester Trauredner. Das war heute schon eine besondere Herausforderung. Ich habe versucht, aus verschiedenen Erlebnissen, die ich bei meinen freien Trauungen hatte, eine zusammenzuschrauben, die ich euch heute hier präsentiere. It started with a swipe. Genau diese modernen Chancen der Digitalisierung habt ihr zwei damals genutzt. Der Michi hat übrigens sämtliche Register zur Optimierung seiner Chancen genutzt. Der hatte nämlich einen Gold-Account. Und weil es da am Viktualienmarkt in München gar so schön ist, habt ihr euch im Biergarten festgesessen und bis zum frühen Abend geratscht. Julia hat mir verraten, dass sie ihren Papa angerufen hat und ihm erklärt hat, ich habe den Vater deiner Enkel kennengelernt. Tut mir einen Gefallen. Schaut euch bitte mit 80 noch so an, wie er das heute tut. Vielen Dank, dass ich euch verheiraten durfte. Herzlichen Glückwunsch. Sowohl lustig als auch angemessen emotional für so einen Anlass wie eine Hochzeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mir auch die Tränen verdrücken. Ich habe zwischenzeitlich echt vergessen, dass es jetzt so inszeniert eigentlich war. Ich fand es auch sehr schön, sehr emotional und man merkt einfach, dass er ein sehr guter Redner ist. Total emotional und persönlich. Ich meine, du findest immer so ein, zwei Gesichter, die besonders ausdrucksstark sind. Und wenn dir dann Lächeln und Schmunzeln und Mitgefühl entgegenkommt, dann hast du auch das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Track und dann wirst du bestätigt und dann läuft das Ganze fast von selber. Und auch sie hat schon den wichtigsten Anteil ihrer Arbeit hinter sich gebracht und hat im Rahmen des Pre-Events eine 20-minütige Traurede präsentiert. Hier ist für euch Jessica Büdiger-Perez. Hi Jessica. Hallo. Jetzt hast du ja den Vorausscheid gewonnen in der Region Mitte. Wenn du dich mal zurückerinnerst an die letzten Monate, was ist passiert? Hat sich was verändert? Wie geht's dir heute? Also ich bin immer noch aufgeregt. Es ist viel, viel passiert natürlich, weil es geht natürlich auch noch weiter auf dieser spannenden Reise. Ich bin ja noch nicht am Ende angelangt und ich habe versucht, so ein bisschen erstmal abzuschalten, das erstmal wirken zu lassen und nicht direkt mit dem nächsten Projekt weiterzumachen, weil also mich stresst das schon sehr. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, ja. Und das, obwohl du es ja auch gewöhnt bist, ja, vor Publikum, ja, zu stehen. Ja. Und das sind ja auch in der Regel nicht wenig Gäste, ja, vor denen wir so stehen. Ja. Und trotzdem ist das was anderes? Total, weil wenn ich eine freie Trauung mache oder so, dann geht es ja nicht um mich. Also da geht es ja wirklich um das Brautpaar. Da rede ich nicht von mir, sondern von anderen Menschen. Und das mache ich sehr gerne. Aber ich habe ein großes Problem damit, über mich zu sprechen tatsächlich. Total bescheuert. Aber weißt du was? Dann machen wir einen guten Move. Ja. Dann schauen wir uns jetzt mal zuallererst Jessicas Vorstellungsfilm an. Und dann braucht sie nämlich nicht über sich selber reden. Ja, könnt ihr euch davon überzeugen, was wir über sie gedreht haben. Bis gleich. Ja, hi, ich bin die Jessica von JP Weddings und ich bin freie Traurednerin und Hochzeitsplanerin.
Ich glaube, so ab 2019 habe ich offiziell angefangen. Und gelernt habe ich das Ganze von dem Team von Glücksversprechen. Bei denen habe ich nämlich ja, angefangen, bin damit eingestiegen. Und dazu beizutragen, dass das Hochzeitspaar, das Brautpaar einen Moment erleben kann, wo sie sich auch noch Jahre in Zukunft daran zurückerinnern werden, ist einfach mega cool. Und es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ganz wichtig, einmal ein Kennenlerngespräch zu machen. Das gibt es bei mir auf jeden Fall immer als erstes. Und in dem Kennenlerngespräch gucken, ob die Chemie stimmt. Und ich nehme das auch immer als Anlass, auch mal so ein bisschen zu erzählen, wie mache ich eigentlich eine freie Trauung. Dann trifft man sich später noch einmal für die Geschichte, weil ich möchte natürlich auch ganz viel wissen, wie hat sich das Brautpaar kennengelernt, wie sind die zusammengekommen, der erste Kuss der beiden, wie war das Gefühl dabei und so weiter und so fort. Und daraus mache ich dann eine Rede. Der Vorteil bei mir ist einfach, dass ich auch weiß, wie so eine Hochzeit abläuft, auf was man achten muss, auch auf was man bei einer freien Trauung achten muss. Ich kenne super gute Dienstleister, die ich auch immer gut und weiterempfehlen kann. Und ich weiß auch, mit wem muss ich interagieren, damit das Ganze auch perfekt läuft. Ein ganz großer Vorteil von mir ist, dass ich tatsächlich auch bilinguale Trauungen anbieten kann. Also Spanisch und Deutsch oder Englisch und Deutsch habe ich auch schon durchgeführt und mache ich auch sehr gerne. Ich habe bei mir in meinen freien Trauungen auch immer einen Part, wo es um den Menschen selbst geht, wie der andere seinen Partner sieht. Also wenn ich zum Beispiel der Braut erzähle, wie der Bräutigam sie sieht, dann merkt man richtig, wie das die Braut so ein bisschen innerlich auffühlt. Weil das ist, es ist einfach ein Gefühl von Wärme, das einfach nochmal gesagt zu bekommen. Und da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht selber ein Tränchen verdrücke. Ich glaube, es ist ein Vorteil, dass ich die Wedding King Awards selber schon als Gast erleben durfte, zweimal. Deshalb weiß ich schon so ein bisschen, was mich da erwartet. Jedoch bin ich gerade gedanklich immer noch so ein bisschen beim 8. Oktober, weil vor dem Finale in der Flora kommt für mich ja noch eine größere Etappe, und zwar das Vortragen einer Rede vor einer Jury. Das macht mich natürlich noch ein bisschen nervöser im Moment. Hi, ich bin Jessica von JP Weddings und ich bin dabei im Finale in der Flora in Köln am 5. November bei den Wedding King Awards. Und da sind wir wieder, und natürlich, Jessica, ist jetzt natürlich die große Frage, warst du auch so nervös beim Pre-Event, kurz bevor es losging? Noch nervöser. Noch nervöser? Definitiv noch nervöser, weil da ging es ja wirklich um die Wurst, kann man tatsächlich so sagen. Ich musste ja dann vor einer großen Jury mich beweisen und zeigen, was ich alles kann, drauf habe. Und das in nur 20 Minuten, weil eine freie Trauung geht natürlich wesentlich länger. Und ich habe mein Bestes gegeben, hoffe ich. Wie bist du die Vorbereitung angegangen? Sehr panisch, glaube ich, ein bisschen. Oh Gott, was soll ich machen in nur 20 Minuten? Es muss ja auch irgendwas Besonderes sein, auch etwas, was vielleicht nicht so lange dauert, aber trotzdem wirkt. Hm. Ich wollte natürlich nicht die ganze Zeit nur reden, sondern ich hatte so die eine oder andere Idee, wo ich erstmal überlegen musste und fragen musste, kann man das überhaupt umsetzen in der kurzen Zeit? Und ja, ich war aber dann froh, als ich es hinter mir hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Jetzt dürfen wir natürlich das Ergebnis noch nicht verraten. Wir können es auch noch gar nicht verraten, weil das Online-Voting und das Abend-Voting kommt ja auch noch. Das heißt, selbst wenn wir jetzt schon was wüssten, stünde es ja nicht fest. Wenn du mal ein Jahr weiter denkst, was ist bestenfalls passiert nach den Wedding King Awards, egal ob du gewonnen hast oder nicht? Was bestenfalls passiert ist, dass ich immer noch ein Teil der Wedding King Awards bleibe. Das ist eigentlich eine ganz klare Antwort. Ich glaube, das können wir erfüllen. Wir gucken mal. Denn was ihr natürlich auch sehen solltet, ist der Pre-Event-Film, die Pre-Event-Mats von Jessica. Die seht ihr gleich noch. Aber Jessie, letzte Frage. Ja. Ein Paar kommt zu dir und ist sich nicht sicher, ob es sich entscheidet zwischen freier Trauung oder kirchlicher Trauung. Mhm. Was ist dein Rat? Dass sie auf jeden Fall in sich hineinhören. Es kommt auch immer darauf an, was denen wichtig ist bei einer Trauung. Ob es denen primär darum geht, dass sie vor Gott eben ihre Liebe versprechen, oder ob es denen mehr darum geht zu sagen, das sind wir zwei, das ist unsere Geschichte. Weil das ist natürlich, das sind die, großen Unterschiede zwischen den beiden. Ob man in der Kirche steht? Genau. Im Zweifel vor jemandem wie dir? Ja, rein theoretisch. Bestenfalls vor dir? Genau. Oder eben vor einem Priester oder einem Pfarrer. Ja. Ja. Ihr Lieben, ein wichtiger Rat, um sich zu entscheiden zwischen freier Trauung oder Kirche und sich vielleicht zu entscheiden für Jessie. Denn den Film vom Pre-Event und was sie da gemacht hat, den schauen wir uns jetzt an. Jessie, ich danke dir für das Interview.
Und wir sehen uns im Finale wieder. Danke. Danke dir. Tschüss. Hi, ich bin die Jessica von JP Weddings und ich bin nominiert in der Kategorie Beste Traurede. Es ist mir wirklich super schwer gefallen zu überlegen, was streiche ich raus. Aber man hat halt eben nur die 20 Minuten und ich hoffe einfach, dass ich das Richtige ausgesucht habe und dass es gut funktioniert. Und du, Julia, du hast dich gefragt, wann du denn nun endlich mal dein Geburtstagsgeschenk kriegen würdest, was er die ganze Zeit versucht, in der blauen IKEA-Tüte zu verstecken. Und dann, es fing bereits an zu dämmern, war es dann endlich soweit. Endlich durftest du dein Geschenk öffnen, nichts ahnend, dass das eines der schönsten Momente in deinem Leben werden wird. Liebe Gäste, Julia und Maurice haben sich zur Feier des Tages auch noch etwas ganz Besonderes überlegt. Da die zwei sich ja beim Cocktailtrinken kennengelernt haben, möchten sie nun diesen neuen Lebensabschnitt auch genau damit wieder starten. Daher haben die beiden beschlossen, nun als kleines Trauritual gemeinsam einen Liebescocktail zu mixen. Auf das Brautpaar. Ganz toll, hinterher so ein bisschen auf Party zu machen. Auch dieses Ritual war nett. Ja, aber alles drum und dran sehr emotional auf jeden Fall. Und zwar auch ein bisschen lustig und es kam am besten die Stimmung auf. Mit ein paar Wendungen, die ich auch wieder nicht erwartet hätte. Was ich auch total schön fand, war das Ritual mit den Cocktails. Hat Spaß gemacht. Ja, es war mega aufregend. Ich hoffe, ich habe es einfach gut gemacht. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben und ja, mal sehen, was die Jury davon hält. Und das waren unsere drei Trauredner und Traurednerinnen, die in diesem Jahr nominiert sind für eure Wahl. Das Wichtigste ist aber, heute nach dieser Sendung stellen wir alle drei Traureden, alle drei Wettbewerbsbeiträge bei YouTube auf unserem Kanal online, sodass ihr sie euch alle angucken könnt, bevor ihr dann ab dem 29. Oktober eure Stimme abgeben könnt. Und wir machen weiter mit den DJs. In dieser Kategorie sind in diesem Jahr nominiert die Jungs von den Warehouse Music Wedding Buddies. Es ist nominiert DJ Jules Tonic und es ist nominiert ein Kollege, den wir schon seit vielen Jahren kennen. Es ist DJ Grimmi. Grimmi konnte leider nicht im Studio sein, aber wir freuen uns sehr auf sein DJ-Live-Set. Wir senden ja alle drei am 29. Oktober, bevor das Online-Voting beginnt. Da könnt ihr sehr, sehr gespannt sein. Aber jetzt stellen wir euch die weiteren Nominierten vor. Diese drei Herren sind euch wohl bekannt. Sie haben den Vorentscheid in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs in der Region Mitte gewonnen. Und endlich sind sie wieder bei uns im Studio und ich weiß, ihr freut euch alle wie verrückt. Hier sind Jan, Sebastian und Daniel von den Warehouse Music Wedding Buddies. Hallo ihr drei. Hallo. Hallihallo. Weiter geht's ins Finale. Jan, seid ihr schon ein bisschen aufgeregt? Ja, jetzt kurz davor. Das Flattern geht los und es ist natürlich eine Situation, wie wir sie vorher noch nie gekannt haben. Deswegen ist es die Reise ins Unbekannte und ja, ist spannend. Jetzt muss man ja sagen, ihr habt ja auch schon ordentlich vorgelegt, denn euer DJ-Live-Set ist bereits produziert, wird in 12 Tagen ausgestrahlt. Das heißt, den größten Teil eures Jobs habt ihr schon erledigt. Eigentlich müsst ihr jetzt nur noch Leute motivieren zum Abstimmen. Ja. Das müsste sich doch eigentlich ganz entspannt anfühlen. Sebastian denkt sich, nein, nicht ich, ich bin da gar nicht entspannt. Ach, so entspannt ist es tatsächlich dann doch nicht. Ne? Man muss ja die Leute dann zum Worten irgendwie bringen. Aber wir haben ein cooles Live-Set gemacht und wir sind guter Dinge, dass das auf jeden Fall motivierend ist für die Leute. Und freuen uns auch auf jeden Fall drauf, es dann auch selbst angucken zu dürfen. Ne? Ja, wie seid ihr rangegangen an die Planung des Live-Sets? Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, wenn hier drei Charaktere stehen, die alle sagen, ich hätte aber gerne diese Songs. Ja, wir haben uns grundsätzlich ein Konzept überlegt und haben uns dann entschieden, einfach eine Hochzeit, wie sie aufgebaut ist, in eine halbe Stunde zu packen und auch so die Songs zu spielen, die wir auf einer Hochzeit spielen würden. Und einfach versucht, wir haben versucht, in den 30 Minuten unser Stil einfach darzubieten. Ja. Ein Tag im Schnelldurchlauf. So in etwa, ja. Daniel, jetzt seid ihr ja nie alle drei zusammen auf einer Hochzeit, sondern immer nur maximal zu zweit, genau. Richtig? Genau, ja. Das ist richtig. Habt ihr euch das Live-Set auch aufgeteilt, dass jeder mal durfte?
Genau, ja. Wir sind natürlich zu dritt und deswegen haben wir auch unser Live-Set aufgeteilt. Wir hatten ja 30 Minuten zur Verfügung. Ja. Deswegen haben wir uns gesagt, ja, jeder 10 Minuten in etwa. Mhm. Genau, ja. Sebastian, wie ist das, wenn du dir so ein, jetzt bist du natürlich gespannt auf das Live-Set, aber wenn du dir Gedanken machst im Vorfeld einer Hochzeit, ist das natürlich ganz normal, das ist nicht immer die Musik des eigenen Geschmacks, die man da spielt. Trotzdem machst du den Job noch gerne, richtig? Ja, auf jeden Fall. Egal, welche Musik man sich bei dir wünscht. Ja. Ich sag mal, im Endeffekt geht es ja ums Brautpaar und um die Gäste. Und wenn die glücklich sind, dann sind wir auch glücklich. Dann bist du auch glücklich. Auf jeden Fall. Ist es erlaubt, dass sich Gäste bei euch mit Musikwünschen anstellen und sagen, spielst du bitte? Oder geht es bei euch auch darum, dass die Paare ganz klar eingrenzen und sagen, nee, bitte nicht und vertretet das auch? Also wenn die das sagen, dann vertreten wir das natürlich auch. Ja. Aber wenn das Brautpaar sagt, wir haben freie Hand, Musikwünsche sind erlaubt, dann gehen wir natürlich hin, nehmen die an und spielen die dann zur gegebenen Zeit, wenn es dann passt. Und da gibt es dann auch mal ein paar Schlangen manchmal, ja, zu später Stunde. Aber das ist für uns kein Problem. Mhm. Jan, wer war das eigentlich von euch, der vor kurzem den Moment seines Lebens zu Barbie Girl hatte? Tja, der Sebastian, das war jetzt gerade vergangenes Wochenende. Und ja, es war auch wieder eine super coole Veranstaltung. Und ich glaube, man hat es auch in unseren Posts gesehen. Ja. Nicht nur die Gäste fiebern mit, wir sind genauso mit dabei. Ne? Ja. Es ist jedes Mal wieder aufs Neue. Es macht einfach mega Spaß, die Leute auch tanzen zu sehen, feiern zu sehen. Und das ist einfach die Leidenschaft dahinter. Ne? Wenn du den perfekten Hochzeits-DJ backen könntest, welche drei Eigenschaften müsste der aus deiner Sicht definitiv mitbringen? Puh, also ich glaube, diese zwischenmenschliche Komponente ist einfach ganz wichtig, dass man mit dem Brautpaar auch einfach auf einem Level ist. Er sollte die Leute gut lesen können und ja, selbst einfach mit Leidenschaft mit dabei sein. Mhm. Ja? Und im Endeffekt, wir handeln das genauso, wir feiern fleißig mit und tanzen auch mit, stehen auch mal mit auf der Tanzfläche, die Leute auch so ein bisschen animieren gerade. Wenn es vielleicht mal, es gibt Songs, wo die Leute vielleicht gar nicht so kennen oder die Tänze dazu nicht kennen und dann sage ich, auf Daniel, jetzt, vor und dann ist er gerade Fantasy Girl oder so, ne, das sind immer so die Songs. Was, den kennt keiner? Das ist ein sensationeller Song. Kommt manchmal vor, ja. Ja, es gibt Veranstaltungen, wo es die Leute nicht kennen und dann stehen wir gleich ganz vorne mit dabei, alle schließen sich an und dann da funktioniert geht das doch. Das heißt, Tanzanimationen gibt es auch gratis. Absolut, absolut. Sebastian, gibt es aus deiner Sicht etwas, wo du sagst, das sollte man als wirklich guter Hochzeits-DJ eher hinten anstellen? So eine Art No-Go? Also seinen eigenen Musikgeschmack, ja, muss man tatsächlich sagen. Also wenn es passt, dann ist es natürlich von Vorteil, weil dann kennt man so ein bisschen die Insider. Mhm. Aber so sein Ding jetzt zu spielen, nur seine Musik, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das ist da fehl am Platz. Ja. Weil das geht ja nicht um uns. Richtig, wobei ich schon glaube, dass Paare auch ein Stück weit danach gucken, welcher DJ passt ohnehin schon zu unserem Musikgeschmack ein Stück weit. Ne? Weil wenn ich jetzt einen DJ suche, der auf Rock, auf Metal, auf was weiß ich, spezialisiert ist, Jan, wärt ihr da auch diejenigen, die eher sagen würden, oh nee, das sind wir nicht und wir empfehlen eher einen Kollegen? Ja doch, also wenn es in die Extremen geht, dann ist das tatsächlich so, dass wir sagen, okay, da hat keiner was davon, wenn wir Musikgeschmäcker abbilden sollen, wo wir uns einfach nicht auskennen. Mhm. Aber grundlegend als Open-Format-DJ sind wir in dem Mainstream-Bereich überall unterwegs und spielen das, was die Leute hören wollen. Ja. Und ich glaube, wir hatten das bis jetzt wirklich nur einmal, dass wir gesagt haben, nee, sorry, das passt einfach nicht. Ja. Daniel, jetzt sitzt ihr in Kürze, in 18 Tagen ungefähr, auf dem grünen Sofa im Green Room. Alle Arbeit ist getan. Es gibt das letzte kurze Interview und dann heißt es auch schon, und der Gewinner in der Kategorie Beste Hochzeits-DJs ist. Was würde es bedeuten, den Preis mit nach Hause zu nehmen? Für uns drei alles. Das wäre das große Ziel einer sehr langen Reise. Wir haben uns komplett umgestellt, nur für dieses Event eigentlich. Das war so der Anstoß, wo wir gesagt haben, so Jungs, jetzt geben wir nochmal richtig Gas und das wäre wirklich der Höhepunkt. So, also das goldene Schätzchen aus dem letzten Jahr liegt hier. Das können wir schon mal kurz berühren und streicheln. Und für uns und für euch geht es gleich weiter mit den nächsten Nominierten. Aber ich möchte hinter den Kulissen erstmal noch ein paar Tänze sehen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Danke euch, ihr drei. Danke auch. Danke auch. Er hat schon zweimal einen Vorentscheid gewonnen, geht aber erst in diesem Jahr ins Finale weiter. Zugeschaltet ist mir jetzt aus der Kategorie der besten Hochzeits-DJs DJ Jules Tonic. Hi, Jules. Hi, grüß dich, Bea. Freut mich, dabei zu sein.
Du, schön, dich zu sehen. Jetzt wird es ja in diesem Jahr für dich im Finale ernst. Aber guck mal erst mal zurück, wenn du auf die vergangenen Hochzeiten in diesem Jahr schaust, mit welchem Gefühl würdest du die Saison beschreiben für dich? Großartig. Also ich habe so viele schöne, ganz viele tolle Hochzeiten gehabt mit, also einfach immer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, richtig mega coole Events, coole Vibes, gute Leute, gute Locations, also immer wirklich richtig klasse. Ja. Da war wirklich keine dabei, wo ich sage, da wäre mehr gegangen, sondern alles war gut. Ja. Jetzt weiß man das ja nie vorher. Wie würdest du deine Herangehensweise beschreiben? Ein Paar bucht dich und dann? Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich muss wirklich gestehen, ich habe es erst vor kurzem meiner Partnerin erzählt, dass mittlerweile habe ich das im Vorfeld schon im Gefühl, wie es werden wird. Und bisher, sage ich mal, hat mich mein Bauchgefühl gefühlt keinmal getäuscht. Und von daher ist es eigentlich immer ziemlich easy. Also ganz früher, also vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, war ich auch noch immer richtig aufgeregt vorher, ganz ehrlich. Aber mittlerweile bin ich so geübt und trainiert und vorbereitet, dass eigentlich gar nichts anbrennt, ja, sage ich jetzt mal, dass irgendwie was schief laufen könnte. Ja. Jetzt hast du dich ja auf das DJ-Live-Set von dir, was wir im großen DJ-Live am 29., also in 11 Tagen sehen, ja trotzdem vorbereitet. Also ich glaube nicht, dass du das mal eben aus dem Handgelenk gemacht hast. Warst du da noch nervös, als er zum Dreh zu dir kam? Ja, also ganz ehrlich gesagt, da war ich tatsächlich sehr aufgeregt, weil es ja wieder eine neue Situation war und ich habe mich sehr darauf vorbereitet und es gab auch noch ein paar Herausforderungen. Der Bömi und der Benny, die wissen das. Ich habe nämlich mit denen auch telefoniert und die Situation geschildert. Aber am Ende des Tages hat wirklich alles geklappt, muss ich sagen. Und aufgrund der verschiedenen Sachen habe ich ja, also ich will jetzt noch nicht so viel verraten, alles geklappt, und okay, aber ich war wirklich tatsächlich sehr aufgeregt. Und wahrscheinlich dann auch erleichtert, als es vorbei war. Ist denn für dich, wenn du am 29. dein DJ-Live-Set siehst, guckst du es dir an und wirst du es kritisch betrachten oder lehnst du dich zurück und denkst, komm, alles ist gut gelaufen? Also ich werde es auf jeden Fall angucken und ich werde auf jeden Fall sagen, oh nein, was habe ich da gemacht oder so. Wenn es wäre, also es interessiert mich natürlich brennend, also ich mache sehr viel Reflexionen an der Stelle und versuche halt besser zu werden und zu gucken, okay, das hätte ich da vielleicht ein bisschen anders machen können, okay, da hätte ich jetzt vielleicht meine Augen nicht so aufreißen müssen, so, weil ich bin immer sehr, sehr stark dabei, aber meine Freundin zum Beispiel, die hat gesagt, du warst eigentlich wie immer, wie wenn du auflegst. Und dann sage ich ja, okay, dann passt ja eigentlich alles. Dann wirst du dir das angucken und wirst denken, okay, so sehe ich also immer aus. Ja, genau. So in der Richtung, ja. Jules, wenn am 29.10. das dein DJ-Live-Set gelaufen ist, dann ist ja auch automatisch dein Wettbewerbsbeitrag gelaufen und du musst nur noch in die Flora kommen, dich in den Green Room setzen, nochmal interviewt werden und dann abwarten. Nachdem du ja im letzten Jahr nach dem Vorentscheid aus Termingründen nicht ins Finale weiterziehen konntest, ist die Aufregung jetzt umso größer oder fühlt es sich nach Routine an und nach, hey, ich habe das Beste gegeben, jetzt holen wir uns das Ding? Es waren jetzt zweierlei, aber ich sag mal so, ich bin aktuell gar nicht aufgeregt, also weil es noch zu weit hin für mich ist. Also ich bin da tatsächlich so, ich arbeite mich von Woche zu Woche und merke dann, okay, jetzt wird die Zeit knapper und jetzt muss ich mal überlegen so. Und dann realisiere ich meistens erst alles recht kurzfristig. Aber viel wichtiger ist natürlich noch das Online-Voting für mich. Da ist natürlich, wo ich mir sehr viele Gedanken mache, um natürlich viele Leute zu mobilisieren, wie man so schön sagt, weil viele wissen es heute noch gar nicht, dass ich da überhaupt mal mitgemacht habe. Das finde ich spannend, obwohl ich das zweite Jahr in Folge dabei bin. Heißt wieder für mich, dass ich halt Social Media mäßig oder auch andere Kanäle gibt es ja da nicht. Es gibt ja nicht nur Social Media, wo ich dann sage, okay, krass, ich dachte eigentlich, dass ich gefühlt alle erreicht habe, habe ich aber nicht. Und von daher habe ich dann natürlich schon gewisse Vorstellungen und To-Dos, die ich auf meiner Liste stehen habe, wie ich das Ganze dann angehen möchte. Und das verursacht dann bei mir schon eine gewisse, nicht, dass ich jetzt nervös wäre, aber es ist schon eine gewisse Aufregung dabei, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machst du dir jetzt noch ein paar Gedanken, denn am 29.10. nach dem DJ-Livestream startet ja das Online-Voting und dann geht's in die Vollen. Jules, ich danke dir. Ja. Dass wir dich zuschalten konnten. Danke dir fürs Interview und dann sehen wir uns ja auch schon in Kürze im Finale. Bis bald.
Vielen Dank euch, vielen Dank, Bea, vielen Dank fürs Interview. Danke, dass ich dabei sein darf. Bis dann. Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Unsere Sendung zu den Rednern und den DJs. Aber natürlich gehen wir nicht weg, ohne dass wir euch Musik zeigen. Und heute seht ihr die zweite Nominierte bei den besten Hochzeitsmusikern und Musikerinnen. Das ist die liebe Carina von Eventgesang. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Und dann stellen wir euch die nominierten Brautmodengeschäfte vor. Und ihr seht die nominierten Entertainer. Und auch da gibt es einige Überraschungen und Wiederholungstäter, wenn man so möchte. Aber jetzt gibt es erstmal Musik und wir sehen uns am Freitag. Bis dann. As long as stars above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea found you wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer if I can. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you can. How long will I give to you? As long as I live through you, however long you say. How long will I love you? As long as stars above you, if I can. So geht er niemals mehr verloren. Dieser eine Moment. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest für immer. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest für immer ab jetzt. Keine Chance zur Gegenwehr. Keine Suche, keine Fragen mehr. Vielleicht kommt er niemals wieder. Dieser eine Moment. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest für immer ab jetzt. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Ich halte ihn fest für immer ab jetzt. Für immer ab jetzt. Für immer.